Servus Leute und herzlich willkommen hier mal wieder zu Train Sim World 5 und einer weiteren Folge mit der BH101 Expert in der MFD-Version. Hier gibt es keinen Zugdatensteller hinter mir an der Wand, sondern ist alles im MFD-Multifunktionsdisplay einzugeben und das werden wir jetzt fahren. Wir merken uns mal die Länge vom Zug, 293,4 Meter, das können wir aufrunden auf 300 Meter, was wir dann eingeben müssen. Aber noch was in eigener Sache. Ich habe heute Post bekommen und zwar von YouTube High Five. Ein kleines Döschen heute, das natürlich auch gefüllt ist mit leckeren M&Ms in der YouTube-Variante. Da riecht das schon richtig nach Vollmilch. Können wir beim nächsten Livestream dann mal ausprobieren. Also hier nochmal vielen Dank an YouTube High Five für die nette Geste. Wenn das kein Ansporn ist, weiterzumachen, dann weiß ich auch nicht. Dankeschön nochmal. Und wir gehen rein. Über 101. Stecken den Richtungsschalter rein. Ruf vorwärts. Den Bremsschlüssel entriegeln wir. Dann machen wir die Zugsammelschiene noch ein. Hier hinten ist ja normalerweise der Zugdateneinsteller. Auf dem anderen Führerstand, wir sind hier im Zweier, Führerstand Nummer 1, sieht man hier die Kabel, das sieht man hier im weiten Ding hier nicht. Was ist denn das so? Sicherung, okay. Im zweiten Führerstand sieht man hier nicht die Kabel, deswegen kann man das hier alles eingeben. Bei der Normalversion, also nicht MFD, ist hinten beim Zugdateneinsteller alles einzugeben und nebendran hängt ein Zettel, was man eingeben muss, wie die Berechnungen so sind. Ist hier leider überhaupt nicht so. Hier hat man nur die Zugdateneingabe. Und manchmal weiß ich gar nicht, was ich eingeben soll. Ich habe mir abfotografiert auf dem Handy, weil hier der DIN A4 Zettel fehlt in der Zugdateneingabe. Wir haben hier einen Güterzug. Die BR101 darf ja 200 fahren, aber die Wagen hinten dran, wir gucken, die dürfen es nicht. Deswegen, der, wo am langsamsten fahren darf, die Geschwindigkeit hat man einzugeben. Diese Wagen dürfen nur 120 fahren. Dann haben wir hier noch die Rungenwagen. Die dürfen, glaube ich, überhaupt nicht so schnell. Das ist das hier auf der DB-Strecke 100, also die dürfen maximal nur 100 fahren. Und 100 müssen wir dann auch einstellen. So, da wir einen Güterzug haben, bei BRA hier links, Bremsart. Ich habe den Zettel hier auf dem Handy, sorry, ich lese es gerade ab. Wenn man hier die 9 eingeben, hat man einen Reisezug. Wenn man die 4 eingibt, ist es schon bei Güterzug Bremsstellung P und bei 2 ist es ein Güterzug in Bremsstellung G. So hundertprozentig kenne ich mich da nicht aus. Ich würde sagen, die Einstellwerte sind hier maximal bei 100 km/h. Da machen wir die 2 rein. Gucken wir mal, wie es funktioniert. So, bei der Bremshundertstel Einstellwert bei 2 ist dann 70, die 0, 7, 0 und 7. Bei der Zuglänge haben wir gesagt, er ist 300 Meter, also immer mal 10 nehmen hier. Und die Höchstgeschwindigkeit ist 100, 1, 0, 0. Ich gehe mal kurz raus und zwar steht hier jetzt schon rechts die 55, das ist die niedrigste Zugart und so wollte ich es eigentlich auch haben. Das hat was mit der Bremshundertstel, Bremsart zu tun hier. Dann wird es nämlich eingestellt, mit dem, wird die PCB-Art eingestellt. Wir müssen das hier noch übernehmen mit E. Jetzt blinkt es hier oben, es ist noch nicht übernommen, aber es ist eingestellt. Wir drücken nochmal auf E. Dann haben wir hier oben Statusdaten geändert. Die Wachsamkeitstaste ist hier erforderlich in der MFD-Version. Zugbeeinflussung. Die drücken wir.
Die Wachsam-Taste, jetzt blinkt es nicht mehr, jetzt ist es übergeben. Die PZB-Art 55 ist drin, so wie ich es haben wollte. Passt. So, hier wollte ich eigentlich nur den Kontrast ändern. So, genau. Chaos-Faktor wollte ich auch noch einstellen. Ich habe es mal mit 100 probiert letztens. Weg ist es. Da komme ich 5 Meter weit und dann ist alles kaputt. Ist ja aber so. Normal. Den kann man nämlich bis 100 einstellen. Und hier machen wir jetzt mal einen Chaos-Faktor. Ich würde mal sagen, von 10 machen wir mal rein. Drücken E. Jetzt hat sich das da unten geändert. Fehlerquellen werden jetzt 10 mal so häufig dargestellt. Oder kommen so häufig vor, 10 mal häufiger vor als normal. Hier gehen wir wieder zurück. So geht denn der da nicht raus? Zugbeeinflussung. Ach, da oben ist beenden. Okay. Sieht man hier nochmal die eingestellten Zugdaten. Und kann hier mit G wieder raus. So. Hier ist soweit alles in Ordnung. Störung ist keine da. Die muss man hier bei ST einsehen. Da man noch stehen, wenn ein Fehler angezeigt werden sollte, drücken wir hier auf V ist gleich 0, weil wir stehen. V steht für Geschwindigkeit. Wenn ein Fehler während der Fahrt auftritt, müssen wir V größer 0 drücken. Dann kriegt man Abhilfemaßnahmen angezeigt, damit man nicht aufstehen muss. Bumm. Sitz. So, daneben geben wir noch die Zugnummer ein, damit es aufhört zu blinken. Ich gebe mal hier die 1, 2, 3, 4, 5 ein. E, dann anmelden. Zugdaten werden angemeldet. Erfolgreich. Passt. So, damit würde ich sagen, tucken wir mal los. Führer bremst mit. Ah, Moment, halt. Die AFB nehmen wir natürlich noch mit. Ah, die Signalleuchte ist hier noch gar nicht eingestellt, sehe ich gerade. Widerspeicherbremse lösen. Was war denn das hier? Steht auf elektrisch, okay. Hier ist die AFB. AFB, AFB, AFB. Ah, warte mal, ich friere noch ein bisschen. Fußbodenheizung, Nischenheizung. Temperaturregelung 22 Grad, Lüften, Gebläse. Jawohl. Cool. Dann fahren wir mal raus mit 60. Jawohl. Passt. So, in der unteren Zugart, die 55, wo wir hier sehen, darf man maximal 105 fahren, also die Wagen sowieso nur 100 und deswegen lassen wir das auch so. Sehr schön. Wir sind hier unterwegs auf der Taranta-Rampe, da kann man die Expert auffahren. Die kann man wirklich nicht so oft fahren, Taranta-Rampe, Rosenheim. Kann man sie fahren auf dem. Irgendwo kann man sie noch fahren, aber dann war es das schon gewesen. So, Chaos Faktor 10. Wir gucken mal, was alles kommt. Was für Fehler, ob wir anhalten müssen oder weiterfahren können. Jo. So Leute, beachtet auch unter mir den Livestream, den 12-Stunden-Livestream am 19.10. ab 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts. Abstimmung läuft. Ich habe schon einmal ein Short-Video gemacht. Zwischendrin, da ist auch die Verlinkung dabei.
Vier Games werden gezockt. Auswählen könnt ihr natürlich alle, die ich da vorgeschlagen habe. Und ihr Stück mache ich aber dann. So, das Handy legen wir wieder weg. Muss hier nicht rumliegen. Ich muss mir den Zettel mal ausdrucken. Und außerdem, wenn ihr die Expert habt, bei den vielen Fehlermeldungen, die ab und zu auftauchen können, es sind so viele Abkürzungen beim Bahnbetrieb, die man wissen sollte. Ich kenne sie jedenfalls nicht. Und die müsste ich mir einmal ausdrucken. Echt. So, ich muss runter auf 70. Ich kriege ich gleich einen Zwang, ne? Aber da mal hier in der unteren Zugart. Quatsch, ich muss unter 55 so rum. So, ich kann mich schon wieder rausbefreien, okay. Man hat aber in der unteren Zugart einen längeren Bremsweg, also das ist dann nicht so tragisch, wenn man da ein bisschen länger braucht. So, der Fahrschalter muss ich noch einmal ausmachen, nochmal an. Sonst kriege ich keine Leistung. Also ich bin mal gespannt, ob da irgendwelche Störungen auftreten. Bei Chaos Faktor 10. Wir haben noch 28 Kilometer, sollte eigentlich was passieren. Und wie gesagt, ich habe es schon mal ausprobiert mit 100. No chance. Keine Leistung mehr. Motorschutzschalter ausgefallen, Fahrlüftermotoren, Steckdosensicherungen, die überhaupt nicht mehr hat man reindrücken können, die waren kaputt, da ging gar nichts mehr. Da habe ich schon abgebrochen. Also Wahnsinn. Aber mich kitzelt es, ich müsste es nochmal probieren gehen. Ob ich das Ding nicht doch nochmal zum Laufen kriege und dann trotzdem ganz langsam weiterfahren bis zum Endpunkt mit den vielen Störungen, das ist schon eine Herausforderung. Servus, Kollege. Man muss ja auch nicht immer einen Personenzug fahren, so Güterzugverkehr ist ja auch nicht schlecht, wenn man das öfters mal macht. Das mache ich eigentlich viel zu selten, weil man da, ja, man muss halt nicht wirklich großartig anhalten. Man fährt langsam, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig in dem Fall, aber wenn die richtige Strecke da ist, und man doch öfter mal anhalten muss, weil irgendein ICE oder S-Bahn oder sonst was ja einen Vorrang hat, und man muss doch öfter anhalten, ist das schon nicht schlecht. So, jetzt dürfen wir mal wieder ein bisschen schneller. Jo. Den Bildschirm kann man mal wechseln. Sind ja noch keine Störungen da. Da noch irgendwas da. Taranda-Rampe ist immer so ein bisschen kahl um KI-Verkehr her. Ja.
so wie jetzt. Schade. Also ich muss sagen, mit Chaos Faktor 10 kann ich auch noch leben, wenn das so ist. Da kann man so peu à peu mal ein bisschen hochgehen, 10er Schritten vielleicht. Das nächste Mal dann 20 ausprobieren, 30, 40, 50. Warum nicht? So, was man hier natürlich auch noch einstellen kann bei dem Bildschirm hier, ist die Zugnummer. Die habe ich jetzt vorhin nicht eingegeben. Schreiben wir auch mal 1, 2, 3. Ach ne, ja, egal, machen wir mal irgendeine Zahl. Und die Triebfahrzeugführernummer, meine Führungsnummer ist die 666666. Jo, nicht das Gimmick, braucht man aber normalerweise nicht. Die steht dann natürlich hier dabei. Zug. Zugnummer. Kann man machen, muss man aber nicht. Das mit den Schatten hier vorne an den Gleisen, ne? Das haben sie bei der neuen Strecke Frankfurt-Fulda-Kinzigtalbahn, haben sie das so gefixt. Bei den neuen Karten dann also, aber bei den alten nicht. Das ist irgendwie, naja, immer noch ein bisschen komisch hier. Ich denke mal nicht, dass sie das noch überhaupt noch fixen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, wir dürften 120 fahren, das machen wir natürlich nicht, aber wir können, würde ich sagen, noch bis 95 einstellen und dann bleibe ich mal da. 100 ist maximal. Warum mache ich das? Weil die Zugart, die untere Zugart eingestellt ist, die 55 davon im Display, da darf man ja nur 105 fahren. Okay, ich könnte noch auf 100 einstellen, machen wir. Ich darf maximal nur 105 fahren und wenn ich mit der AFB, wenn die nicht gescheit abregelt und aus irgendeinem Grund zeigt der Taucher 106 an, Zwangsbremse und so fort. Deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein, immer ein bisschen weniger eingeben, so 5 km/h. Deswegen. Wirklich. Der beleuchtungstechnisch ist doch auch nicht so doll, ne? Instrumentenbeleuchtungsmäßig, naja. Die Schalter könnten noch beleuchtet sein, das wäre nicht schlecht. Das haben wir hier nicht. Naja. Ja, oh. So, ich gehe gleich mal runter auf 85. Wir haben nämlich hier gleich einen 90er Abschnitt. Das habe ich gesehen. Hätte ich zwar nicht drücken müssen, aber egal. Da gehe ich lieber auch auf 85, weil 90 sind erlaubt nur. Und da wir hier Geschwindigkeitsüberwachung haben, ne, die Magnete hier auf den Gleisen, die checken die Geschwindigkeit. Und wenn man da mal auf 91 ist, dann kann das auch mal sein, Zwangsbremsung. Abbremsen tut er eigentlich richtig gut, hä? Nicht schlecht.
Ja, sehr schade, dass hier so wenig KI-Verkehr ist. Gell? Wo sind wir hier gerade? Klingenberg, Kollmitz. Okay. Okay. Können wir mal gucken, ob noch was kommt. Abschnitt noch. Ja, AfB tut ihren Dienst, aber nicht wirklich gut. Da muss ich den Zug noch ein bisschen mit abbremsen. Ein bisschen helfen. So, da steht die 8 mal 10, ab hier 80. Ja, das ist halt mit dem Gefälle hier, da ist echt hier mit Vorsicht zu genießen. 2,3% im Moment, 2,4. Da geht schon ein bisschen was. Deswegen muss man irgendwie immer auf der Bremse stehen und, und die Geschwindigkeiten sind reduziert, dass man da nicht in der nächsten Kurve den Abflug macht. Ich müsste mal wieder ein Szenario erstellen. Am besten mal eins mit der Taranda-Rampe, dass da ein bisschen mehr Verkehr ist. Es ist echt viel zu wenig hier. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Einige Szenarien sind ja noch online, die ich gemacht habe. Hatte ich auch mal ein Video drüber gemacht. War schon länger her, wo ich das letzte gemacht habe. Ich glaube, die letzten zwei DLCs, wo rausgekommen sind, habe ich noch gar keins gemacht. Neue sowieso noch nicht. Unten auf der vorletzten auch noch nicht. Wäre mir nicht schlecht. Nimmt wieder viel Zeit in Anspruch, sowas einzurichten, dass die Züge auch dann erscheinen, wenn man es will. Ne? So, mit Jürgen wieder 90. Fahrschalter nochmal ausmachen, wieder einschalten. Wieder ausmachen, da kommt schon wieder ein 70er Abschnitt. Jetzt muss ich aber echt unter die 55 kommen können. Man sieht ja rechts oben bei den 1000 Hertz, bei dem 1000 Hertz Melder, das Gelbe läuft ab. Das ist die Strecke, die man abfahren muss, bis man eine Zwangsbremse kriegt. Befreiung möglich, okay. Ich kann schon weiter. Der Chaosfaktor würde ich sagen, jo. Stellen wir mal hoch, würde ich sagen.
20. Es ist ein Fehler aufgetreten, jawohl. Bei 20 tritt ein Fehler auf. Yes. Oh, wo bin ich denn hier eigentlich jetzt? Da muss ich aufpassen, jetzt erst mal. Was HBV? HBV-Umgruppierung läuft. Wir drücken hier auf ST, Störung. Keine Störung vorhanden. Es ist jetzt so eine Abkürzung, ne? Wo ich gesagt habe. HBU ist das. Weiß ich jetzt nicht, was die hier ist, deswegen wollte ich mir das ganze Ding mal ausdrucken. Wäre nicht schlecht. Zugsammelschiene ist noch aus. Oder wieder aus, sagen wir mal so. Haha, der Hauptschalter ist aus. Wir lassen uns bloß rollen, deswegen. Den hier, H ist aus. Schalten wieder ein. Boah, der geht nicht ein. Siefer, Siefer. Kriegt der nicht eingeschaltet? Ach, nicht, wenn ich ihn länger drücke. Oh oh. Der zeigt mir keine Störung an, ne? Okay. Siefer, Siefer. Ich schalte an. Das hat keinen Wert. Ich krieg den Hauptschalter gar nicht mehr rein. Im Gefälle, das ist ganz gut gerade. Zugbeeinflussung. Wachsamkeitstaste. Ich muss noch den Funk aufrufen, da. Kühlfreigabe, Kühlfreigabe, Kühlfreigabe. Achtung. Ja, Kollege. Fahrt ist dir bereits gestellt. Gute Reise noch. Ja, hallo, warte mal, Kollege, ich habe hier einen Schaden an der Lok. Ich muss hier erst einmal. Ich bin jetzt hier erstmal stehen geblieben und behebe den Fehler. So. V ist gleich 0, haben wir jetzt. ST erstmal für Störung. HBL-Druck, kleiner 7 bar. V ist gleich 0. Druck, ach du lieber Gott, Druck, welcher HBL-Druck auf Manometer im Führerraum überprüfen, HBL unter 7 bar. HBL aufsperren. Lieber gut. Das war jetzt aber nicht das Problem im Hauptschalter, ne? Ne, ich bin ja jetzt erst einmal stehen geblieben wegen dem Hauptschalter. Den ich nicht mehr reinkrieg. So. Machen wir erstmal das Licht an für die Motorraumbeleuchtung.
Da ist eine Sicherung raus. Warum kriege ich das nicht angezeigt? Steuerung HBU. So, HBUs. Oh nee, oder? Die bleibt nicht drin. Mist. Was haben wir hier? Nix. Die Schalter sind soweit alle drin. Jo. Das ist aber Mist jetzt, ne? Das ist jetzt ein Fehler, wo ich sage, da geht gar nichts mehr. Hätte. HBU, haben wir hier noch was mit ABU? HBU. AD, Lüfter, Lüfter. Da haben wir HBU hier. Lüfter HBU. Aus, ein. Die Störung, machen wir mal aus, Störung, ein. Störung, Ich weiß. Störung, Dann Störung, haben wir hier noch Störung. Elektroniklüfter HBU. Störung, 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 Ich gehe mal nicht davon aus, Störung, dass die jetzt wieder Störung, reingeht. Störung, 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 Störung. Ja. HBL-Druck. Genau, LSS-Steuerung. Ach Gott, was kommt denn da jetzt noch? So, LS23 F15. V ist gleich 0. LS-Steuerung wieder einschalten. Gehen wir jetzt bei Hauptschalter aus mit Taste Hauptschalter. Sonst Fahrschalter quittieren. Falls keine folgt, Hauptschalter ausschalten. Defekte ASG werden automatisch ausgeschaltet. Gehen wir jetzt Maßnahmen bei Ausfall von Bremsen. Zugdaten korrigieren, Grenzlast 50%, BZTP verständigen. 23 F15. Was ist denn das jetzt? Jetzt ist das auch noch ausgefallen. Störung, Das Störung, ist Steuerung Störung. Drehgestell 1. Oh, jetzt habe ich bloß einmal Störung, Störung, der Störung. Chaosfaktor gewechselt, gell? Die Härte. Drehgestell Nummer 1. Okay, der Hauptschalter nochmal an. Geht nicht. Drehgestell, Antriebe. Die sind einmal aus, ne? Störung. Das 1er, ein. Bleibt das 2er aus. Okay. AFB, AFB. Alle unnötigen Sachen machen wir jetzt mal aus. Die AFW machen wir auch mal aus. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, der Richtungsschalter ist aus. Oben abnehmen, mache ich mal runter. Bremsschlüssel. Verriegelt. So. Jetzt ist ganz aus. Jetzt geht ja der Stromabnehmer nicht mehr hoch. Da gibt es Fehler, die sind echt brutalst, gell?
Uiuiui. So, was haben wir hier? ETCS. Das brauchen wir sowieso nicht. Spurkranzschmierung. Da ist nix. Druckrohr. Stromabnehmer. Ofen. So, was haben wir hier? Steuerventil. Bewege mal mal. Sondventil. Bremszylinder Drehgestell 2. Drehgestell 1. Das ist die SIFA. LSS-Steuerung Drehgestell 1. Geht nicht mehr. Falls kein Erfolg, Hauptschalter ausschalten. Defekte ASG wieder werden automatisch ausgeschaltet. Gegebenenfalls Maßnahmen bei Ausfall von Bremsen. Zugdaten korrigieren. Einzelnen wir uns BZ und TP verständigen. Das ist jetzt, glaube ich, so ein Fall, wo ich sagen muss, hier ist Schluss und ich werde abgeholt, ne? Warum werden hier die Dinger nicht gleich? Da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr Störungen rein. HBL-Druckliner 7 bar LSS-Steuer. Das wäre für die Steuerung DG1 fehlt. Okay, Zwangsbremsung, Duschführer, Bremsventil. Jo, danke. Auf jeden Fall geht hier wohl gar nichts mehr. Hauptluftbehälter Druckliner 7 bar. Das ist hier. Was so ein Chaosfaktor bewirkt von 10 auf 20, gell? Das ist die Härte. Das ist echt die Härte. So, ich roll ja etwas, ne? Ich weiß. Da man noch rollen können. Würde ich sagen, rollen wir mal weiter. Stromabnehmer lässt sich nämlich immer noch nicht heben. Das, was ich jetzt mache, darf man normal nicht machen, ne? So, ich darf vor allem darf ich mal nicht schneller wie 45 fahren, ne? Ich hab nämlich noch die geht sowieso nichts mehr.
Drehgestell 1. Irgendwo werde ich abgeholt, ne? Störung. Ah, Stromabnehmer hebt sich wieder. Macht er auch nur, wenn ich die Fahrtrichtungsdingenskirchen drin habe, okay. Sollte man aber auch nicht machen während der Fahrt oder während dem Rollen. Bloß der Hauptschalter geht immer noch nicht. So tut sich nix. Zugbeeinflussung. Sifa. Zugbeeinflussung. Jo, das geht jetzt natürlich auch wieder, das war ja klar. Mach mal doch noch mehr Störungen rein, her. Boah, stehen nur noch Störungen an. So, jetzt probiere ich mal noch was anderes, wenn gar nichts mehr gehen sollte. Mit dem Chaosfaktor. Kurzschlüsse, interne Fehler zurücksetzen, geht auch. Das funktioniert aber nicht wirklich. Lassen wir uns einfach mal rollen. Vielleicht kommen wir noch an. Steuerung Drehgestell 1 fehlt. Aha.
Bremse lösen wir mal wieder komplett. Ich guck nochmal schnell hin. Ach, guck mal da. Wieso bleiben die jetzt drin? Ist hier irgendwas zurückgesetzt? Wir halten nochmal kurz an. Kann doch nicht sein. Türfreigabe. Also ich kann ja hier auf dem Leistungsschalter, auf dem Fahrschalter, kann ich ja auch drücken, ne? Habe ich auch mal länger gedrückt. Das habe ich aber vorhin auch schon gemacht. Und deswegen... Ich weiß nicht, warum die Sicherung drin bleiben. Ich gehe mal nicht davon aus, Moment, dass das mit der Störungssimulation Rücksetzen vorhin zu tun hatte. Das habe ich nämlich noch nie gedrückt. Der geht auf jeden Fall mal nicht ein hier. So. Da ist alles drin. Wie sieht's hier aus? Störung. Oh, jetzt kommt schon wieder Störung. Da ist noch was aus hier. Den rein, den rein. Was ist denn das hier? HD-Lüfter, Abluft, FR. Brauchen wir nicht. Lüfter. War mal langsam. Störung. Passt. Störung. Okay, ich brauche definitiv den Hauptschalter wieder. Schon. Der geht nicht rein. Steh ich nicht. HPL-Druckleine, Steuerspannung ASG1 fehlt. Okay, Lüfter, Abluft, FR1. Das ist ein Motorschutzschalter. Den haben wir eben probiert, da bleibt nicht drin. Druckleine 7 Bar, okay, ich habe die Bremse drin. Steuerspannung ASG1 fehlt. LS23 F16 also aus und wieder einschalten bei Hauptschalter aus mit Taste Hauptschalter, sonst mit Fahrschalter quittieren. Das 23 F16. Da war doch. Das war doch ein Leistungsschutzschalter, oder? 23 F16. Da haben wir 23 F12. 23 F15. 23 F16 hier. Der ist drin. Aus. Wieder ein. Störung. Ich quittiere hier mit dem Fahrschalter. Gehen wir zurück. Geht aber nicht. Ach, Gummoto. Störung. Jetzt geht er rein. Störung. Brutal, echt. Steuerung. Lüfter Abluft, den kriegen wir nicht rein. Das mit dem Druck, das wird sich gleich klären, hoffentlich. Die AFB lösen wir mal aus. Die Antriebssteuerung. Kann man das einschalten? Jo, geht ein. Antriebsanlage, das war noch aus. So.
Also mit Störungen, ne? Sicherungen ausfallen und so. Sehe ich schon noch euer, aber das da? Brutal, das ist echt. So lange habe ich eigentlich jetzt nicht gedacht, dass es dauert, ne? Wir hätten nur noch 8,6 Kilometer, das werden wir noch aushalten. Wir haben schon wieder eine Störung. Ja, das ist immer noch der Druck. Schlossen wir den Bildschirm gerade offen hier. Okay, der Druck ist in Ordnung jetzt. Genau, der rote Zeiger muss hier über 7 Bar, das hat er jetzt wieder. Okay. Ist hier nicht in der Überwachung. Boah, Und der Motorschutzschalter hat eh lügt der Abluft FR1. Kriege man nicht rein. Könnte man nochmal gucken, was wir machen müssen bei Baugröße 0. Mit Betriebsbremsung anhalten. Ich halte jetzt nicht mehr an. Was müssen wir machen, wenn wir angehalten haben? Drück doch! Ich drück doch, Mann! So, HBL-Absperrung defekt oder Fehler an Druckwächter. HBL-Manometer unter 7 Bar. Okay. Falls kein Erfolg, Bremsstellung in P- oder G-Einstellung, neue Bremsberechnung durchführen. Mache ich nicht, wir sind eh in der kleinsten Art, fast. Falls weiterhin kein Erfolg, Hilfslock. Brauchen wir nicht. Funktioniert noch alles. So, was haben wir jetzt wieder für eine Störung? Keine. Ist immer noch der Lüfter. Egal. So mache ich jetzt gar nicht lang. Pets. Da haben wir hier von dem Fahrdienstleiter nichts hört hier und der irgendwie auch nicht hilft. Bremse können wir ja noch. Okay, Bremse lösen. Boah, wisst ihr jetzt eigentlich, wie es im echten Lokführer geht? Ich merke es gerade, ne? Ich muss so dermaßen auf den Klo pinkeln, ne? Weil das ist jetzt auch schon eine Stunde, wo ich da rummache, ne? Wie machen das die? Haben die eine Flasche dabei oder was? Oder gehen sie raus und pinkeln aufs Gleis? Ich verstehe es nicht. Achso, stand dauernd wieder eine Störung, oder? Immer noch der Lüfter. Egal. Ja, noch 4,6 Kilometer und dann bin ich Gott sei Dank mit der Lok durch hier. Die hätte.
Ja, du kannst dich bequem rollen lassen hier auf der Tarantarampe, ne? Hammer hart. Da braucht dich keiner abzuholen, du rollst einfach in den nächsten Bahnhof oder in die nächste Werkstatt. Cool. Dazu. Witz, gell? Das ist so nervenaufreibend, gell? Boah. Stinkbulle, gell? Stinkbulle kann er. Wo ist die eigentlich so laut? Da habe ich die Fenster aufgemacht oder was? Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den noch einmal zum Laufen kriege, gell? Nicht schlecht. Bin ich direkt auf die 55 gelaufen, gell? Obwohl die Strecke oben noch gar nicht abgelaufen war, ne? Verrückt. Das gibt eine Anzeige. Lego mio, ey. Ja. Hauptsache die Türfreigabe funktioniert, ne? Beim Güterzug. Zwangsbremsung unbekannter Ursache, schreibt der Meteor eben hier. Jetzt ist es wieder weg. Und eben doch stand eine unbekannte Ursache. Der Weg war noch gar nicht abgelaufen bis zu der Bremsweg. Okay, weiter geht's. 1,3 Kilometer noch. Boah, das ist eine Montagslok, gell? Ehrlich. Die ist ja total im Arsch, ne? Da müssen wir noch wechselblinken. Aufpassen.
öffnet schneller wie 45, geht noch ein bisschen bergab. Ich wäre schon unruhig, merkt ihr das? Ich muss so dermaßen alles austreten, gell? Okay, jetzt habe ich Begrenzung 105. Wenn wir jetzt noch ein bisschen. Wir haben nur 40 erlaubt hier. Gleiswechsel. So, das ist schon unser Abstellgleis. Der mit so eine Tür freigabe, dem hau ich gleich in die Igel. Andauernd her. Das ist jetzt nicht euer Mensch, oder? Ah jo, doch. Zwangsbremsung unbekannter Ursache schon wieder, aber ich weiß warum. In der unteren Zugart 55, ne, darf man nicht schneller beim 500 Hertz Melder wie 25 fahren. Ich war glaube ich gerade bei 25, geschweige denn bei 26. So. Habe ich noch 25 Meter zu fahren, ne? Wenn er mal das noch, wenn das noch funktioniert. So, auf geht's. Muss ich noch ein paar Meter vor. Da haben wir Zwergsignal, das ist rot. Das sind die, wo unten auf dem Boden stehen. Okay, fertig. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Okay Leute, das war die BR101 Expert mit Chaos Faktor 10. Da ist nichts passiert, dann 20, dann war die Hölle los. Dann bin ich wieder runter auf 12 und es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich wieder das ganze Ding zum Laufen gebracht habe. Aber ich hoffe, es hat nichts gemacht. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Schön, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert gerne den Kanal. Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ich würde sagen, habt noch ein schönes Wochenende. Schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal hier. Haut rein. Servus, ciao und goodbye.